Willkommen bei Silvies Nails Time zu einem neuen Video von mir mit einem ganz speziellen Design. Ich habe von einer ganz tollen YouTuberin, einer russischen Dame, ein ganz tolles Design gesehen und das möchte ich natürlich gern mit euch nacharbeiten. Und ich würde sagen, ich zeige euch dann immer so ein bisschen oder blende euch das ein, was ich verwende und wie die nächsten Schritte sind. Und sobald ich in die Aushärtungsphase gehe, je nachdem wie viele Sekunden wir brauchen, unterbreche ich das Ganze und komme dann immer wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Es wird sich um ein Design handeln. Ich zeige es euch ganz kurz hinein in die Kamera. Das ist mein allererster Versuch gewesen und wir werden den zusammen erarbeiten. Und alles mit Produkten vorwiegend von Freenail. Ja, und da wünsche ich euch viel Spaß. Als erstes benutzen wir das Farbgel Schwarz. Das brauchen wir als Untergrund. Und da habe ich hier die Nummer 1 von Freenail, das Black. Und das ist, wie ihr ja schon aus ein paar Videos von mir wisst, natürlich total versaut, aber ich arbeite sehr viel damit. Damit grundiert ihr euch euren Nagel. Nehmt euch einen guten Full-Cover-Pinsel. Ihr werdet merken, dass dieses Gel richtig gehend schnell deckend ist und wirklich wie Klavierlack sich auftragen lässt. Das seht ihr jetzt hier schon. Normalerweise habe ich meine Tiefe nicht so versaut, aber ich habe in den letzten 2-3 Tagen hier enorme Sachen probiert. Jetzt hoffe ich, ich bin in der Kamera drin, um euch das genauer zu zeigen. Ja, also die Farben von Freenail habt ihr ja schon einige Sachen von mir gesehen, auch in der Vorstellung. Ich werde euch die nächsten Tage noch ein bisschen was Neues zeigen. Auch ein paar neue Farben, beziehungsweise die ich mir neu zugelegt habe. Und natürlich mit jeweiligen Design oder Farbverlauf. Da lasse ich mir noch was einfallen. So, ihr lasst bitte der Farbe auch noch ein bisschen Zeit, dass ich setzen kann. Und dann geht sie in die Aushärtung für 60 Sekunden. Und dann bin ich wieder zurück. So, wenn der Nagel ausgehärtet ist und nochmal mit einem Finish versehen, und zwar mit dem mal langsam ranzufahren mit dem Freenail 70515 Rapid Finish, den auch 60 Sekunden aushärten, dann habt ihr die perfekte Grundlage für das, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir noch, um der ganzen Sache eine Kontur zu geben, ein weißes Farbgel. Ich habe jetzt leider kein Farbgel speziell von Freenail, was diese Eigenschaften haben muss. Dafür habe ich mir das von einem Gel ausgesucht. Ich zeige es euch jetzt nicht in der Kamera, einfach um das Ganze hier nicht so aussehen zu lassen, dass hier eine andere Marke reinkommt. Und ich möchte ja gern für Freenail hier so ein besonderes Design zaubern. Ich habe hier so eine Glasplatte, darauf mache ich mir so ein kleines bisschen. Ich lasse euch das vielleicht mal im Bild, so dass ihr dann immer seht, wie ich das verarbeite und warum und weswegen. Und ja, was ihr jetzt auch noch braucht, ist natürlich den Finish. Da macht ihr euch auch noch ein Häufchen drauf. Da kann es sein, dass er immer wieder mal was braucht. Wir brauchen dann auch noch ein paar Farben. Die zeige ich euch dann noch. Im Prinzip geht es jetzt um die Kontur dieses Schmetterlings. Und dafür brauchen wir eine ganz dünne, weiße Konsistenz. Deswegen arbeite ich meinen Pinsel erstmal mit dem Finish gehe ein bisschen ein und gehe dann ganz vorsichtig in das Weiß und streiche mir das aber hier nochmal ab. Und dann versuche ich als erstes mit einem Flügel anzufangen. Ihr könnt dann immer wieder mit der Spitze kurz in das Weiß hinein.
ziehe dann ungefähr so einen Bogen. Ihr könnt jetzt hier noch an der Seite noch verlängern. Wichtig ist, dass es so dünn wie möglich, dass es keine dicken Linien ergibt, damit das diesen filigranen Ausdruck behält. Immer wieder mit der Spitze mal rein, wieder rausstreichen. Dann muss ich den oberen Flügel andeuten. Ich hoffe, ich kann hier so um die Kamera arbeiten. Aber wir versuchen alles. Ja, also es ist jetzt, man muss immer gucken, wie man das am besten hier so umrandet. Gefällt mir noch nicht. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, so lange wie ihr hier aktiv noch nicht ausgehärtet habt, habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu korrigieren. Dafür stellt ihr euch immer ein kleines Schälchen von einem Cleaner zurecht. Da könnt ihr auch immer zwischendurch den Pinsel reinigen. Und dann machen wir uns das oberhalb nochmal weg, dass das dann auch wirklich den schönen, leichten Touch bekommt. Da könnt ihr mit so einer Spitze arbeiten. Das ist dann auch okay. Also nochmal, erst den Pinsel hier noch ein bisschen halt. Auch mir passiert das immer wieder. Ich brauche natürlich auch noch beim Reinigen des Pinsels noch ein paar Zelletten, um die richtig sauber zu bekommen. Also immer wieder sauber machen den Pinsel ist ganz, ganz wichtig. Ich gehe jetzt nochmal in dieses Rapid hinein, arbeite den Pinsel ein, dann ist der ein bisschen weicher. Und das Weiß ist nicht ganz so extrem. So, zweiter Versuch. Und dann habt ihr das hier so angedeutet. Kann noch ein kleines bisschen mehr. Braucht man ein bisschen Geduld. Und eine feine Hand und natürlich auch einen sehr, sehr feinen Pinsel. Ich habe übrigens den von Crystal Nail, den Null Short. Der ist dafür ganz, ganz perfekt. Ihr seht, wir haben jetzt die zwei oberen Blätter schon fertig. Oder Flügel, besser gesagt, nicht Blätter. Und jetzt machen wir die nächsten. Wir müssen jetzt hier wieder, ich versuche mal so über die Kamera. Gar nicht so einfach mit so ganz dünnen Linien zu arbeiten. Ich habe das bei einem Probetipp gemerkt, dass das gar nicht so einfach geht, wie man sich das vorstellt. Jetzt muss ich mal meine Linie suchen. Wenn ihr merkt, dass das hier ein bisschen ist, dann zieht ihr euch das noch vorsichtig raus. Es soll ja wirklich nur angedeutet die Flügel zeigen. Also bei der russischen Kollegin muss ich sagen, das ging von der Hand ganz, ganz schnell. Das bewundert man dann immer. Ne? Jetzt habe ich einen Fussel am Pinsel. Wollen wir nicht. So, und jetzt kommen wir schon zum letzten. Lieber ein bisschen weniger aufnehmen und dann nochmal nachstreichen, als dass es zu viel ist. Ne? Das habt ihr ja vorhin gerade gesehen. Also wenn das dann einfach zu viel ist, sieht das auch nicht schön aus. Das letzte lasse ich so unterhalb.
Könnt ihr das sehen, wie ganz filigran und ganz, ganz dünn. So, und das halten wir jetzt für 30 Sekunden an. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch dann, wie es weitergeht. Und zwar brauchen wir für das Ausmalen der Flügel praktisch das Weiß und das Finishgel. Das vermixt ihr euch, dass es so eine richtige milchige Konsistenz erhält. Ihr könnt dazu alternativ natürlich auch Frenchgele benutzen, aber die müsstet ihr mit einem Einfasengel sehr, 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 sehr dünn ausarbeiten, dass das wirklich eine ganz leichte Konsistenz hat. Danach benötigen wir verschiedene Neongele. Ich zeige es euch mal so ein bisschen in die Kamera, dass ihr ungefähr wisst, auf was es hier dann ankommt. Neon Azalee. Ich mache euch mal die Nummer dazu, die 436. Das zeige ich aber dann alles nochmal im Einzelnen. Dann brauchen wir das Neon Fuchsia, die 434. Das wunderschöne Neon Magnolie, 435. Und halt, wir haben noch zwei. Einmal das Koralle mit der Nummer 16. Aber das müssen wir dann mal schauen, inwiefern wir das so benötigen. Und ich würde mich entscheiden für Neon Shocking Pink, die 432. Das mixen wir uns dann hier noch so an. Und ja, damit färben wir praktisch dann auch die Flügel damit ein. So, als nächstes nehmt ihr euch einen etwas größeren, flächigeren Pinsel und arbeitet euch die dieses Weiß so ein bisschen ein. Also das heißt, vermixt es ein bisschen. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt hier auch schon Weiß verwendet. Ich nehme mir praktisch Weiß in den Versiegeler rein und mische mir das ganz großzügig, bis das so eine schöne Konsistenz hat. Das ist mir sogar noch ein bisschen zu wenig. Setze ich mir noch mal von dem Versiegeler nach. Das könnt ihr mit jedem x-beliebigen Versiegeler machen. Also da habt ihr keine Vorschriften in dem Sinn. Ihr könntet vielleicht alternativ auch mit einem Milky-Versiegeler schon arbeiten. Aber ich finde, hier könnt ihr doch noch ein bisschen variieren, wenn ihr das hier so ein bisschen einfärbt. So, wenn ihr der Meinung seid, dass das euch ausreicht, bevor ich es vergesse, um euch zu zeigen, was für einen Pinsel ich nehme. Ich nehme gerade den Norca Nail Art Brush Nummer 2. Und damit fülle ich jetzt die Flügel aus, sodass das eine ganz leichte, milchige, transparente Geschichte wird. Und ihr müsst jetzt, so viel wie ich das gesehen habe, praktisch gut verteilen und jeden einzelnen Flügel einzeln anhärten. So, das wäre jetzt der erste, aber mir gefällt es hier vorne noch nicht so richtig. Also gehe ich jetzt hier nochmal in die Spitze hinein. Und auch hier nochmal. So dass das schön ausgefüllt ist. So, das gebe ich jetzt für 30 Sekunden in die Lampe und dann bin ich wieder zurück. So, ich bin wieder zurück und wir machen weiter mit dem zweiten Flügel.
den wir dann im Prinzip etwas vollflächiger ausmalen müssen. Wobei, nee, der zweite, der dritte, der vierte. Ich fange mal mit dem oberen hier an, also dem mittleren Blatt. Blatt sage ich immer, es tut mir leid, ich meine Flügel. Ja, Blatt oder Flügel, ne? So ist es halt. Solange wie man noch nicht sieht, dass es ein Schmetterling werden soll, sagt man jetzt einfach Blatt dazu. Man kann natürlich damit auch ganz tolle Blüten zaubern. Und das ist für mich also eine ganz tolle Alternative dafür, dass ich jetzt nicht so malen kann. So, auch hier gucke ich jetzt, dass ich noch einen kleinen Ticken mehr Weiß aufnehme, dass ich hier diesen Bereich gut ausfülle. Seht ihr das? Damit das ein bisschen plastischer wirkt. So, ja, und auch dieses geht jetzt für 30 Sekunden in die Lampe. Bis gleich. So, auch das ist ausgehärtet. Und dann geht das schon weiter. Jetzt nehme ich mir das obere Blatt und gehe da auch ein klein bisschen noch mal in das Weiß hinein. Mix mir das praktisch noch einen kleinen Ticken satter, so dass ich an dem oberen jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, die optische Linie des zweiten Flügels so andeuten kann. Ich streiche noch mal ab, gehe mit der Pinselspitze noch mal in das Weiß. Vorsichtig, da nochmal die Linie nach. Ist fast wie so ein Rauchdesign, ne? Und auch das geht wieder für 30 Sekunden in die Lampe. Oh, das ist wieder ausgehärtet. Not but least, das letzte werden wir jetzt auch noch ausmalen. Ich hoffe, ich bin immer im Bild, weil ich wenn ich weiß, wie ich am besten mit meinem Gelenk das hier so umsetzen kann. Hier muss ich jetzt ein bisschen fischeln. Oder wie nennt ihr das? Fischeln. Vorsichtig verteilen, so dass das noch sichtbar wird. Auch hier mache ich jetzt noch mal mit dem Weiß ein kleines bisschen mehr, so dass wir praktisch den unteren Flügelrand, den mache ich mal mit dem anderen Pinsel, das ist mir sicherer. Na, jetzt habe ich ihn fast weggestrichen. So lang ziehen. So in etwa. Ist jetzt gar nicht so schlimm, wenn der jetzt nicht hundertprozentig gerade ist, aber dann gucken wir mal, ob wir das noch mit Cleaner bereinigen können, also praktisch den einen etwas dickeren Pinsel dazu nehmen, nicht ganz so dünn wie dieser Short jetzt, den gut tränken mit Cleaner,
So. Doch, das kann man stehen lassen. Seht ihr? Geht nicht immer alles perfekt. Und das geht jetzt wieder für 30 Sekunden in die Lampe. Wenn das ausgehärtet ist, setzen wir als nächstes so kleine filigrane Äderchen hinein, sodass dieser Effekt von diesen zarten Wesen auch dementsprechend. Oh, mein Magen knurrt. Entschuldigt das bitte. Dann zieht ihr ganz vorsichtig. Lieber zwei, dreimal reingehen, immer wieder ausstreichen. Ich zeige euch mal, wie ich es hier mache, dass ihr da eine, ja, so ein bisschen eine Idee bekommt, wie der Pinsel am Ende aussehen muss. Ihr seht, das ist ganz, ganz dünn hier. Und dann zieht ihr euch diese Äderchen so ein bisschen rein. Bei dem zweiten Blatt, seht ihr ja hier, habe ich diese Linie zwar angedeutet, aber da kann ich ja jetzt nicht so viel Äderchen malen. Also muss ich gucken, dass ich das hier drin nur leicht andeute. Auf der Seite könnt ihr euch dann den Nagel ein bisschen seitlich ziehen. Und auch hier so ein bisschen andeuten. Ich glaube, bei dem ersten machen wir mal noch wobei es wird ja kein Blatt, ne? Ich gehe jetzt mal davon aus, so sehen diese Schmetterlinge in echt aus. Es gibt ja auch sehr, sehr viele, die so ein bisschen wie Fantasiegebilde erschaffen können. Ich denke mir mal, wir sind jetzt auch freischaffende Künstler. So ungefähr. Und jetzt noch beim letzten. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass das dann nicht unnatürlich wirkt. Genau, andersrum rein. So ein bisschen zitternde Linie reinsetzen. Aber ich denke, das langt schon. Ja, und jetzt können wir, weil das ja nur ganz dünne Striche sind, um einfach schon weiterzuarbeiten, den Körper ansetzen. Obwohl, das können wir eigentlich später auch machen, dass wir da uns nicht vermalen. Nee, so machen wir das auch. Wir härten das jetzt nochmal an, dann ist das auch schon fertig und dann geht es an die Farbe. Und auch hier 30 Sekunden sollte langen. Der ist ausgehärtet und jetzt geht es an das Einfärben. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, ein paar Farben, die ich euch vorhin schon mal gezeigt habe. Einmal das Neon Azalee, da nehmen wir uns ein kleines bisschen was raus. Ich bin schon wieder geizig hier. Kann man natürlich gleich wieder schließen. Den Pinsel sauber machen. Wir brauchen praktisch so ein bisschen was Verschiedenes. Dann würde ich die 16, die Koralle nehmen. Müssen wir mal gucken, ob wir die so verwenden. Ich habe bei den Probetipp mit allen eigentlich so ein bisschen gearbeitet und habe das dann auch teilweise noch richtig vermixt,
Weil da könnt ihr euch aber auch noch in ihrem Gelb dazu nehmen. Das würde auch funktionieren. Ich habe jetzt kein Neongelb als solches, aber ich guck mal, ob ich da nicht sogar ein normales Gelb wählen kann. Die Ruth hat hier so ein Glimmer-Zitrone. Und zwar ist das die Farbnummer 103. Die habe ich noch gar nicht, glaube ich, geöffnet. Aber ich habe das schon mal gesehen gehabt, dass die ähnlich funktioniert. Also einen kleinen Moment. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich könnte mir vorstellen, da könnten wir auch noch so ein bisschen halt Pinsel sauber machen. So geht es nicht. So ein Hut. Muss ich dann nochmal einen anderen Pinsel dazu nehmen. So, und weil das so einen Glimmer-Effekt drin hat, denke ich, können wir da richtig schön was zaubern. Oh ja, ich glaube, das war eine gute Idee. Seht ihr, ich habe jetzt gedacht, ich brauche gar nicht viel Neues ausprobieren. Aber wenn wir schon mal zusammen sind, können wir dann doch noch ein bisschen was gestalten. So, die einzelnen Farben kann ich euch auch mal in einem separaten Video noch mit abdrehen, einfach dass ihr da so eine kleine Übersicht habt. So, im Prinzip brauchen wir jetzt wieder ein bisschen von dem Finish Gel. Und da kommt ihr am besten, wenn ihr vor jede Farbe so ein bisschen einen Haufen macht. Jetzt geht's los, jetzt machen wir Haufen. Also da könnt ihr ruhig ein bisschen verschwenderisch sein, weil ihr braucht immer wieder. Und jetzt nehmt ihr euch wieder einen fluffigeren Pinsel. Ich in dem Fall wieder meine Norca. Macht den nochmal eine Zillette sauber. Und dann geben wir als erstes in dieses Finish Gel. Ich gucke mal, dass ich euch das hier so reinhalten kann. Ich dachte, aber ich meine, das ist so verpixelt immer. Nee, geht, ne? Ich rede schon mit euch wie in meinem Live-Video. Da müsst ihr jetzt ein bisschen durch. Ich denke, wenn wir unten mit Gelb anfangen, können wir oben die kräftigeren Farben machen. Dann sieht das eigentlich ganz schön aus. Und da gehen wir jetzt mal hier rein. In das Shocking Pink. Ziehen uns hier so ein bisschen den Versiegler rein, gut mixen, so dass ihr wirklich was ganz Fluffiges wie so ein Glasgel entstehen lasst. Und dann färben wir einfach mal ein. So, ich glaube ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich brauche einen dünneren Pinsel. Warum sagt mir das keiner? Gehen wir hier nochmal rein. Und dann machen wir das oberhalb. Ich klebe mal an der rechten Seite nochmal so ein Trägerpapier. Das ist so ein spezielles, wo man auch abstreifen kann eigentlich. So, das müssen wir noch ein bisschen verwischen. Wir lassen den unteren Teil ein bisschen frei. Hier müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen rausziehen. Bisschen, ja, dann nehmen wir die andere Farbe, das Azalee. So, dass wir hier einen Kontrast haben.
so ganz leicht, seht ihr das, so unten drunter tupfen oder streichen, also wie man das so, dass es hier so ein bisschen ausläuft. So ungefähr. Und das gleiche nehmen wir jetzt auch dann für das zweite Blatt. Ich gucke nochmal auf alle Konturen. Gehe ich noch mal hier oberhalb rein. Ja, so würde ich das jetzt schon lassen. Und er hatte das jetzt für 10 Sekunden. Ich denke, 10 Sekunden dürften lang. Lasse ich euch mal dabei. Das machen wir jetzt praktisch mit allen Flügelblättern, so verschiedene Farben rein. Tupfen und unten nehmen wir uns dann das Gelb und ziehen uns das so ein bisschen ran. Dann haben wir einen schönen Übergang. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für viele YouTube-Videos, für die vielen Mädels, die so tolle Ideen haben. Umsonst hat man dann nicht so die Lust und die Laune, so ein bisschen was auszuprobieren. Da bin ich schon sehr, sehr dankbar und ja. Gehen wir wieder in das zweite hinein. Da setze ich vielleicht nur hier ein bisschen an. Und gehe gleich in das Azalee. Und ziehe mir das jetzt hier auch nochmal in die andere Farbe so ein bisschen rein. Das ungefähr so verschwimmt. Und das härten wir auch wieder aus. Das ist zwar ein bisschen tricky, weil man es halt wirklich einzeln aushärten sollte. Wir härten es jetzt die 20 Sekunden nochmal an. Lasse ich euch auch dabei. Ich denke 20 Sekunden, da können wir noch ein bisschen quatschen dabei. Ja, ihr könnt vielleicht auch alternativ diese Farben euch mixen mit Neonpuder-Pigment, indem ihr das in einem Versiegeler vermixt. Das würde auch gehen. Oder ihr würdet einfach diese Flügelchen benetzen mit dem Finishgel und stäubt das dann so ein bisschen drüber. Das könnt ihr auch machen. Wobei ich das halt eine sehr, sehr, ja, Sauerei finde, wenn man dann gerade die filigranen Flügel so ein bisschen gestalten will. Von daher habe ich das nicht ausprobiert, bin ich ganz ehrlich, weil mir das dann einfach zu tricky wäre. Jetzt gehe ich in den mittleren Flügel, den gehe ich jetzt gleich in das Azalee hinein, aber auf der unteren Seite. Mir das hier aus, dann noch mal den Pinsel sauber machen, noch mal in das Shocking Pink hinein, kleines bisschen mit dem vermixen. Müsst ihr dann immer mal gucken, dass ihr nicht zu viel Farbe drauf habt, dass das wirklich so ein bisschen so ein bisschen. So, das wäre jetzt das zweite, die dritte schon. Ich fange an zu flüstern, ne? Wenn man so ganz sich konzentriert, fängt man an zu flüstern. Was mir jetzt hier auffällt, ist, dass hier praktisch dazwischen das alles so ein bisschen noch offen ist. Leicht mit dem Pinsel noch mal mit hinein. So, das geht jetzt auch noch mal in die Lampe. Dann machen wir jetzt wirklich auch noch 10 Sekunden. Ja, und dann können wir eigentlich schon mit dem Gelb weitermachen und dann
kommt nur noch der Körper dran und die Fühler und dann wird versiegelt. Und dann hoffe ich, ja, es macht euch Spaß, vielleicht nachzuarbeiten und konntet mit meinen Erklärungen ein bisschen umgehen, wie man das machen kann. Wie gesagt, jeder arbeitet auch ein bisschen anders, also jeder hat da so seine Freiheit, ne? Das ist hier kein Lehrvideo. So. Aber ich finde es halt immer auch schön, wenn man deutsche Anleitungen hat und nicht immer Russisch, Polnisch, Japanisch. Dass man doch noch mal ein bisschen was anderes noch hat. Da kann das ja manchmal lehrreich sein, wenn es der eine schon mal probiert hat. Das einfach euch auch zu zeigen. So, jetzt gehe ich aber schon in das Gelb hinein. Und das nehme ich mir aber pur. Nehmen wir das nicht in der Kombination mit dem Finish Gel. Setzen wir da auch jetzt hier nochmal am Rand ein bisschen mehr ab, dass es ungefähr so aussieht. Und dann arbeite ich den Pinsel ein bisschen ein. Das jetzt hier so ein bisschen jeweils hinein. Und hier unten habe ich mir noch ein bisschen Platz gelassen. Da gehe ich jetzt hier auch noch. Schon. Und weil wir jetzt hier unterhalb noch, können wir eigentlich hier auch nochmal mit den Azalee hinein. Nee, umgekehrt halt. Mit dem Shocking Pink. Ganz leicht. Die Konturen der Flügelblätter so ein bisschen nachziehen. Das ist gar nicht so einfach, den Pinsel so ruhig zu halten. So langsam kommt bei mir auch ein bisschen die Freude daran zurück am Malen. Ja, so lassen wir das jetzt mal. Wobei halt, hier unten habe ich noch vergessen. Wenn wir das schon hier so gestalten, dann sollte das ähnlich aussehen. Gelb noch mal rein. So. Kann man das erkennen? So, und das gebe ich jetzt in die Lampe für insgesamt 30 Sekunden. Entschuldigung, habt ihr gesehen? Ich habe mich vorhin mit Schwarz, da habe ich den Finger, ich halte immer diesen Ständer fest. Beim Austrocknen beziehungsweise unter der Lampe, da komme ich doch unterhalb, bin ich an den Nagel gekommen und mir voll gemacht. Typisch, ne? Typisch. So, das härtet jetzt für 30 Sekunden aus und dann hole ich euch zu den Finish-Arbeiten dann zurück. Oh, zu dem Finish.
brauchen wir jetzt nur noch den Körper und die Fühler und dann wird eigentlich schon ja, versiegelt. Auf meinem Probtipp habe ich mit dem Weiß das gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das wieder so hinbekomme. Das ist ja manchmal wie Vorführeffekt. Na, dann steckt man nicht drin. So, da setzen wir uns den Kopf ein bisschen an der Seite und ziehen uns den Körper so ein bisschen runter. Wir können das hier so ein bisschen noch auslaufen lassen und hier den machen wir noch ein bisschen schmäler. Praktisch mit dem Pinsel cleaner rein. Und dann könnt ihr euch das ein bisschen ausmodellieren. So dass das ungefähr so aussieht. Na, also das, ich denke, aber dann machen wir das hier auch noch. Also Körper malen, ne? Das ist nicht so mein Ding. Aber es ist ausbaufähig. Ich weiß. Ich würde aber fast sagen, das haben wir hier zu viel Weiß weggemacht. So geht mir es. So geht mir es immer. Ich versuche was und dann ist doch nicht so hin. Also beim letzten Mal hat es ein bisschen besser geklappt. Steckt man aber nicht drin. Jetzt gucke ich nochmal von oben. Ich weiß nicht. Den Kopf noch ein bisschen. Doch, das lassen wir jetzt einfach so. Wobei, das sollte ja schon ein bisschen feiner sein. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen länger hier. Das können wir so lassen. Das muss ich mir jetzt noch ein bisschen wegziehen, weil der Flügel vorne muss ein bisschen steiler sitzen. Jetzt habe ich mir natürlich den Kopf hier halt den Kopf ein bisschen versaut. Ne? Ja, wenn's doch soll. Aber so seht ihr, das ist am Ende nichts gefegt. Ich habe das nicht tausendfach vorher geübt oder ich bin da wie ihr auch ganz spontan. Wenn man sowas probiert und entweder es klappt oder es klappt nicht. So, jetzt gehe ich wieder in das Weiß und ähnlich wie bei den Adern mache ich das auch, indem ich halt, wie mache ich es? Dann machen wir es, glaube ich, so. Und dann die Flügel ein bisschen mit leichtem Schwung. So dass das halt ungefähr so aussieht. Das könnt ihr jetzt noch das Weiß noch korrigieren. Aber dadurch, dass das jetzt kein festes Weiß ist, habe ich hier auch das Problem, dass das durch den Gellack ein bisschen schwimmt. So,
mache das jetzt schnell in die Lampe, dass wir hier nicht noch mehr Verlust haben. Ja, ihr Lieben, dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Bin jetzt aber auch froh, dass wir es geschafft haben und haben ja mal einen Schmetterling mit diesen tollen, ja, mit dieser tollen Optik. Und muss wirklich großes Lob aussprechen an viele, viele russische Künstlerinnen in meinen Augen, die hier so tolle Vorlagen uns natürlich auch an die Hand geben, zeigen. Und ja, ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man mal so einen schönen Schmucknagel hat und nicht immer nur mit Wraps, auf die ich ja auch immer zurückgreife, weil mir das mal nicht so liegt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch mal sowas auszuprobieren. Ja, ihr Lieben, also das ist gar nicht so viel Hexenwerk. Es ist natürlich, man muss viel mixen, ein bisschen ausprobieren. Am Ende ist das auch nichts anderes, wie wenn man Aquarell malt oder wenn man so ein bisschen in diese Richtung aktiv wird. So, und dann sind wir eigentlich schon mit dem Motiv hier fertig. Jetzt wird das noch versiegelt und dann kriegt das auch noch mal so eine richtige schöne, ja, intensive Optik. Und ja, dann hole ich euch zurück, wenn ich dann mit dem Rabbit versiegelt habe. Bis gleich. Ausgehärtet und fertig im Design ist unser Nagel mit dem Schmetterling, mit diesem, ja, mit dieser Technik. Das ist mal aus dem, wie ich es erst probiert hatte. Ich habe es ein bisschen mehr vermixt mit Farben und Linien. Also da kann man ganz verschiedene Designs machen. Ich glaube, mit Blau sieht das bestimmt auch nochmal schön aus. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr habt mal Lust, das nachzuarbeiten. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Schickt mir da auch gerne mal einen Daumen nach oben. Und ich zeige euch nochmal, was ich verwendet habe. Natürlich das Abschlussgel, das Rapid Finish. Dann das Neon Azalee haben wir benutzt. Wir haben das Neon Shocking Pink. Wir haben das Koralle. Wir haben das Schwarz. Ich glaube, da muss ich dann nochmal ein Bild machen. Und das Glimmer Zitrone. Das waren so die Farben, die wir dafür benutzt haben. Ich mache mal so, dass ihr nicht so geschockt seid. Ja, dann kann ich mich nur bedanken, auch bei der lieben Ruth, dass sie immer bei der Auswahl der Farben, gerade bei diesen Neon-Azalee, also diesen Neonfarben, die habe ich von ihr lieberweise zur Verfügung gestellt bekommen zum Testen. Die anderen Farben, die habe ich natürlich auch selber gekauft, aber da werde ich euch noch ein bisschen mehr zeigen können. Dann sage ich ganz lieb Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Eure Sivi.